Oh, Jesus, komm mit. Komm mit zu Pilatus. Ah, das ist also dieser Jesus. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Ja, komm, beschmeißt ihn. Tötet ihn. Was willst du hier? Ich muss dem Volk doch einen Verbrecher liefern. Bist du der König der Juden? Tötet ihn! Au! Ah. Gut, du willst nicht reden? Dann schicke ich dich mal weiter zu Herodes. Doch, komm mit. Los, schneller! Stehen bleiben. Verbeug dich vor dem König. Ah, Jesus. Du bist also der, von dem alle reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Angst habe ich schon vor dir. Alle denken, du wärst ein König, aber mit dieser Sohn-Gottes-Sache? Naja, da möchte ich eigentlich auch nicht der Bubelmann sein, der dich getötet hat. Und ich schicke dich einfach wieder zurück zu Pilatus. Aber vorher kriegst du noch was von mir, nämlich einen weißen Mantel. Dann zurück, Jesus, komm! Ah, Jesus, da bist du ja wieder. Hat Herodes dir einen weißen Mantel umgehängt als Zeichen deiner Unschuld? Tja, da sind wir uns endlich mal einig. Ich würde vorschlagen, damit ich meine Hände auch in Unschuld waschen kann, lassen wir doch einfach das Volk entscheiden. Oder was denkt ihr? Ja, Volk entscheiden, Volk entscheiden. Ja, genau, ich will auch entscheiden. Okay, dann wollen wir mal schauen. Palastwache, wen haben wir denn noch? Ja, wir haben noch den Barabbas, den Mörder. Dann holt den mal. Okay, kein Problem. So, komm mit. Du bist also Barabbas? Genau, ich bin Barabbas. Okay, wir haben hier Jesus und Barabbas. Wen wollt ihr, dass ich hinrichte? Wer soll hingerichtet werden? Jesus, 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 Jesus. Okay, ihr wollt es so. Ich wasche meine Hände also in Unschuld. Ich bin nicht schuld am Tod von Jesus. Juhu! So, Jesus, komm mit. Und ich bin jetzt frei? Ja, genau, du bist frei. Geh mit dem Volk mit. Juhu!